Schönen guten Abend. Wir wollen jetzt noch ein paar Netzwerktools benutzen. Und zwar weniger Sachen, die jetzt im Kern mit dem Netzwerk zu tun haben, aber einfach so ein paar kleine Helferler auf der Befehlszeile, die immer wieder mal nützlich sein können. Und zwar das erste, was wir anschauen wollen, das ist von GNU dieses WGET. Also dieses WGET, das ist ein Web-Client, wenn wir wollen. Und zwar ein Web-Client, der kein Browser ist, sondern ein Befehlszeilentool. Damit kann man von der Befehlszeile auf einen Webserver zugreifen und dort etwas abholen. Gell? Wenn wir also zum Beispiel mal schauen, wenn jemand eine besonders große Datei irgendwo herunterladen will und der Browser hat Probleme damit, gell, dann kann er das mit WGET machen. Gell? Wäre jetzt zum Beispiel hier aus dem Millennium dieser AD-Kalender besonders groß, gell? Dann könnte man den kopieren, also die Adresse mitnehmen, gell? Und dann mit WGET herunterholen, gell? Also WGET-C und dann die Adresse, gell? Und was passiert? Er greift zu, lädt es herunter und dann haben wir die Datei hier, gell? Okay, also das ist das WGET-C und dort können wir eine einzelne Datei oder auch eine Seite herunterladen und dann wird sie lokal gespeichert. Gell? Wollen wir das, ist das irgendwas besonders Großes oder ist das nicht so stabil oder so, dann könnte man da auch minus D0 und minus groß D0, gell? Also Timeout auf unendlich ersetzen, er soll also nicht aufgeben, wenn da keine Antwort kommt mal, gell? Und wenn was eben, wenn Timeout kommt, soll er unendlich oft probieren, gell? Also wirklich hartnäckig sein beim Herunterholen, gell? Und das wäre dann die Eigenschaften auch von irgendwelchen Download-Managern, gell? Also WGET kann man dann auch verwenden, um große Dinge herunterzuladen, gell? Wenn ihr mal irgendwo aus dem Web ein ISO-Image, ein paar Gigabyte in der neuen Linux-Distribution herunterholen müsst, gell, und das, ihr habt sein ADSL, das ist nicht so flott, gell, und das braucht dann halt mal einen Tag oder so, gell, und dann ist es vielleicht feiner, wenn man das nicht mit dem Browser macht, gell, weil der Browser bei solchen großen Downloads, die so furchtbar lang dauern, gell, dort, da gibt er manchmal auf, gell, und das ist dann nicht so wohl. Gut, gell? Und mit WGET kann man dann sowas machen, gell? Und wenn es der Webserver unterstützt, dann kann ein WGET auch ein abgebrochenes Download wieder aufnehmen, aber das ist dann nicht mehr sicher, ob das funktioniert, gell? Also da muss man dann mit so MD5-Summe oder so etwas dann einen Check machen und schauen, ob das funktioniert hat, gell? Mhm. Okay, ja. Also zum Herunterladen einzelner Dateien. Mit WGET kann man aber auch was anderes anstellen. Mit WGET kann man eine Webseite irgendwie downloaden und lokal anlegen. Gell? Also ich könnte jetzt hier diese Stundenplanseite annehmen, gell? Und ich könnte sagen WGET-rekursiv, gell? Und hier anlegen, gell? Auf diese Seite. Und was wird denn der machen? Der greift jetzt zu und geht hier auf dieser Seite den Links nach und geht dieses, was er findet, lokal aufbauen in diesem Verzeichnis hier, gell? Und was macht er? Da schaut er, greift zu und holt sich Klasse für Klasse den Stundenplan herunter, gell? Und so kann man sich lokal ein solches Verzeichnis, ups, jetzt hat er fertig, gell? Okay, also wenn wir da schauen, was hat er gemacht? Also diesen AD-Kalender, den haben wir vorher runtergeholt, dann gehen wir da mal löschen. Und er hat ein Verzeichnis angelegt und das hat den Namen der Seite, die wir geholt haben. Und hier haben wir dann den Inhalt, gell? Okay, also wir haben da diese Index-Datei, gell? Das ist diese Seite da, gell? Und was haben wir noch? Wir haben ein V2.0. Und hier drinnen liegen die Klassen und die Räume, also das, was man hier sehen kann, gell? Da kann man so, das hier ist draußen im Netz, gell? Und wir können jetzt auch Folgendes machen. Wir können da sagen, also Firefox, gell? Dieses Verzeichnis aufmachen. Da sind wir jetzt hier nicht im Web draußen, sondern wir sind auf der Festplatte. Und wir können hier diese Indexdatei aufmachen. Und wenn ihr da schaut, da steht immer noch File, gell? Also, wir können jetzt, gehen wir da mal auf den Klassenstundenplan, wo sind wir? Immer noch da, File, gell?
Wir können da, gehen wir mal eine aufmachen, gell? Gehen wir mal schauen, die 1a, gell? Was machen die 1a? Aha, das ist der Stundenplan, oder das wäre der Stundenplan der 1a, gell? Und wir sind immer noch hier bei uns lokal auf der Festplatte, gell? Also hier, wenn wir schauen, da dort unten ist das, also V0 Klassen, gell? Hier sind die Dateien und die haben wir mit einem wget heruntergeholt, gell? Also ein wget minus rk, gell? Auf eine Adresse und von dort geht er dann her und holt es herunter, gell? Ja, das wget ist eine feine Sache manchmal, gell? Also sag's dem Fire Surfox, er soll euch den Stundenplan herunterholen und lokal speichern, Datei für Datei, so schön, gell? Ja, also es gibt so Helferlein, gell? Auf der Befehlszeile, die sind da manchmal auch nützlich, gell? Okay, rem-rf, Stundenplan und tschüss, weg ist er. So, machen wir auf deine neuen. Okay, das ist Veget, gell? Also ja, Veget kann, wenn man da schaut, man, Veget, da steht sehr viel drinnen, gell? Also da. Also etwas, was ich vielleicht mal verwendet habe, gell? Also da gibt es so ein Limit, gell? Also man kann sagen, wie schnell er maximal sein darf. Stellt euch vor, ihr macht Fernunterricht zu Hause, gell? Man wollte einen Download machen, gell? Und ja, und da sind dann noch Leute drinnen im Netz, gell? Und die sagen, ja Moment mal, was machst du da? Das geht dann bei mir langsam oder so. Und da sagst du, ja, machen wir folgendes, wir machen ein Limit, gell? Holen mit Veget, machen wir den Download und sagen, er soll langsam fahren. Ist egal, wenn es etwas länger dauert, gell? Alle können schön arbeiten, gell? Die Bandbreite wird durch den Laut Download hier nicht irgendwo ja, zu 100% ausgelastet, sondern man läuft so nebenbei, gell? Also ohne dass man da eine Belastung dann für die Bandbreite wäre, gell? Und ja, das ist so eine feine Sache manchmal, gell? Okay. Ja, wie geht. Dann ein anderes kleines Tool. Das ist ein, ja, nicht ein Befehlszeilenbrowser wie Veget, sondern ein Konsolenbrowser, gell? Also ein Textbrowser, gell? Und der heißt Lynx. Gell? Lynx. Der Lynx. So, machen wir mal auf. So, wie schaut denn das aus? Ja, er geht auf eine Default-Seite, gell? So schaut es aus. Das ist ein Textbrowser, gell? Ja, wer sagt denn, dass das Internet immer grafisch sein muss, gell? Okay, gehen wir da nochmal raus, gehen wir auf, ja, gehen wir auf Lynx und jetzt versuchen wir http Doppelpunkt slash slash stundenplan.tfobz.net. Nee, IT. Okay, ja, da sind wir. Da ist der Stundenplan. Da kann ich jetzt da weitergehen, kann wieder zurückgehen, kann auf die Klassen gehen, gell? Und ja, da können wir dann einen Stundenplan aufmachen. Und so schaut es dann aus, gell? Ja, schrecklich, gell? Also, schrecklich schaut der Stundenplan einer Tabelle dann in einem solchen Textbrowser aus, gell? Jetzt fragst du dich ja, warum in der Welt brauchen wir einen solchen Textbrowser? Und ja, die Antwort ist vielleicht weniger, dass man den Textbrowser effektiv als solchen verwendet, aber ihr oder jemand von euch wird vielleicht mal Web entwickeln. Und wenn man Web entwickelt, dann schaut man oft, dass die Sachen schön bunt sind, gell? Also die Designer, gell, die gehen das dann mal zeichnen, dann, gell, um nicht zu sagen, sie malen es, gell. Aber es gibt Leute, die können da vielleicht nicht viel damit anfangen, gell? Ja, die haben so eine Brille auf, gell? Und vielleicht trotz Brille sehen sie nicht viel, gell? Oder sie können, ja, sie sehen überhaupt nicht viel oder sie sehen nichts, gell? Und was ist dann das Problem? Das Problem ist dann, dass die schönste Grafik nichts hilft, wenn wir nichts sehen, gell? Und dann haben wir Instrumente, die uns beim Lesen ja, einer Website helfen, gell? Und ja, und wenn die Webseite nur bunt ist für Leute, die gute Augen haben, die normal sehen, gell?
dann können auch andere Leute, die nicht sehen oder wenig sehen, mit der Seite wenig anfangen. Und die Entwickler, die haben oft ein Problem damit, gell? Im Sinne, dass ja, sie setzen sich da nicht schwarze Brille auf, um das dann selbst zu erleben. Gell? Aber was könnte hilfreich sein? Hilfreich könnte sein, sich bewusst zu sein, dass Dinge von einem ja, Vorlesegerät, gell, oder von solchen Braille-Gerät, gell, dann interpretiert werden können, wenn wir es auch in Lynx gut lesen können. Gell? Wenn wir eine solche tabellarische Darstellung des Stundenplans haben, dann können wir von dieser tabellarischen Darstellung dann ja, das vielleicht recht gut sehen. Solches habe ich gelöscht, ist nicht mehr da. Gell? Aber wenn wir das dann mit Lynx betrachten, dann sehen wir diese Tabellen, diese tabellarische Darstellung, die für uns so schön ist, die wir ja, sehen, gell? Das ist dann nicht so einfach, das zu interpretieren. Gell? Und wenn also eine Seite mit Lynx gut lesbar ist, dann ist das da eine Voraussetzung, damit dies auch ein Vorlesegerät vielleicht schön vorlesen kann. Gell? Okay, das ist nicht unbedingt das einzige Kriterium, aber das hilft dann oft, gell? Okay. Lynx. Ja. Oder stellt euch vor, ihr seid irgendwo und ja, dort habt ihr nicht ADSL und nicht irgendwo ja, Glasfaser, gell? Sondern ihr seid in einem Ort, wo furchtbar langsames Internet ist. Dann könnt ihr es vergessen, mit Firefox das heutige Netz zu lesen. Gell? Dann wäre eine Möglichkeit, vielleicht mit Lynx einen Versuch zu machen. Vielleicht funktionieren noch Seiten. Gehen wir mal probieren. www.nachrichten.it. Probieren wir mal. Und funktioniert, jetzt kann man was lesen. Using, okay. Ja. Aha, also kann man mal die Cookie-Richtlinien und da kommt alles Mögliche, da kommen die Menüs und ja, Inhalt. Keiner. Mhm. Okay. Ja, also, da kommt der Cookie-Farmer, vielleicht könnte man die mal annehmen. Also, so, probieren wir mal. Web-HTML, ja, eben. Wir sehen nicht, wo wir klicken sollen, gell? Also. Ja, lassen wir es, gell? Aber es gibt andere, die funktionieren dann vielleicht, gell? Also, probieren wir mal auf http www.google.de, gell? Er fragt mich, ob ich die Cookies annehme. Ich sage ja, gell? Okay, und jetzt bin ich auf Google. Google im Textformat. Jetzt kann ich da durch diese Links klicken. Und jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich was eingeben. Gehen wir rein. DFO Bozen. Mhm. So. Aha, vor dem Submit-Button steht da. Ich sage, Cherka kann Google und er macht. Geil. Accept. Yes. Okay, so, und hier sind die Antworten. Geil, also, er findet also unsere Seiten. Geil, okay. Also, Google funktioniert mit Text. Ich kann also Google benutzen. Geil? Ja, versuchen wir mal hier drauf zu gehen, schauen, was passiert. Also, schauen, ob, also, es kommen die Cookies von Joomla. Mhm. Hallo, so, okay, ja. Kann ich hier was lesen? Ja doch, gell, also ein Teller Spaghetti, gell, also die Anmeldung zur Schulverpflegung der Gemeinde Bozen da, gell, also kann da hineingehen, gell, und ja, ich habe da einen Hinweis, ich kann weitergehen zur Gemeinde Bozen, gell, nehme ich die Cookies an, ja, so, und wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich auf der Seite der Gemeinde Bozen. Gell? Und ja, also ich kann mit Lynx das Web benutzen, sofern mir das Web das nicht verhindert. Gell? Okay, ja.
Wofür braucht man sowas? Also da, stellen Sie sich mal vor, ihr müsst zeitgesteuert eine Seite aufrufen, weil die Seite zeitgesteuert bestimmte Abläufe braucht. Gell? Es gibt solche Seiten. Da müsstet ihr also mit dem Firefox bestimmte Sachen dauernd aufrufen. Oder aber ihr macht das zeitgesteuert mit einem Skript und das Skript macht dann die Aufrufe. Und ihr müsst nicht dort sein und das da alle 5 Minuten machen, gell? So klick, 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 klick. Gell? Okay. Nee, nee, da muss man nicht jemand abstellen, der das dafür macht. Gell? Auch mal Praktikant, gell? Nee, nee, das machen wir zeitgesteuert und automatisiert. Und was hilft uns dabei? Zum Beispiel das Lynx, gell? Oder das Wget, gell? Damit kann man also zeitgesteuert regelmäßig auf dem Web irgendetwas machen, gell? Okay. Oder ein anderes Tool, ja, man, sie, url, gell? Das ist auch so drin, okay, auch so ein Web-Tool auf der Befehlszeile, mit der man dann alles Mögliche anstellen kann, gell? Okay, ja, dann schauen wir noch was anderes an, und zwar, es gibt ein Protokoll, das ist ja fast doppelt so alt wie das HTTP, das ist das FTP. Und da gibt es einen Client dazu, gell? Das ist FTP. Heißt der Client und damit könnten wir jetzt FTP-File-Transfer machen. Gell? Das ist das File-Transfer-Protokoll. Gell? Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil einmal das HTTP hier ist, gell? Und weil zweitens FTP an und für sich nicht verschlüsselt ist, genauso wie HTTP. Gell? Und dann gibt es dann auch SFTP. Gell? Es wird sich lange Zeit noch erhalten. Gell? Und gerade um was zu machen, um Uploads auf Webseiten zu machen, auf dem Server. Gell? Okay. Und was nett ist, in diesem Client FTP, wir können hier mit den Befehlen des FTP-Protokolls arbeiten. Gell? Also wir können hier das Protokoll selbst schreiben. Als Benutzer, gell, können wir das da so eingeben. Gell? Also nicht verstecken mit hinterm Mausklick, sondern selbst die Dinge schreiben, die das Protokoll dann eben zur Verfügung stellt, gell? Das ist so eine feine Sache, gell? Okay, was ist denn da unter anderem? Da gibt es ein bei, gell? Schauen wir mal. Ein bei. Und was sagt er? Nichts sagt er. Tschüss, hat er gesagt, hat es geschlossen, gell? Ja, das ist FTP, gell? Da gibt es dann auch grafische Programme dazu, wenn wir den FTP benutzen wollen, zum Beispiel dieses GFTP, gell? Also das ist auch ein FTP-Client, aber eben ein grafischer dann, gell? Okay. Ja, lassen wir das FTP mal. Dann habe ich da noch was mit und das heißt Mutt. So, Mutt. Das ist ein E-Mail-Client, gell? Und mit diesem E-Mail-Client können wir Mails schreiben. Und wir können auch Mails empfangen, lesen, weil und zwar ist das lokal und zwar, ja, wofür braucht man sowas? Gell? Stellt euch vor, ihr müsstet den Webserver auf dem Server draus mal testen, gell, und da arbeiten. Gell? Und da ist es interessant, wenn man da lokal dann auch ein kleines Instrument zur Verfügung hat, um zu sehen, ob das doch dann funktioniert. Gell? Ohne dass man von außen zugreift. Weil wenn es von außen nicht funktioniert, probieren muss man, ob es innen lokal funktioniert. Gell? Also ist das eine feine Sache, um einfach mal zu schauen, ob der Webserver dann auch arbeitet, ob er Mails zustellt oder so. Gell? Ja, da will ich jetzt mal was machen. Ich mache ein tail minus f auf var log mail.log, gell, so, okay, und ja, jetzt wollen wir das mal da hier so stehen lassen, gell, oder wir nehmen es mit, gell, gehen wir da, also eins nach links verschieben, gell, okay, und jetzt lassen wir das da stehen, dieses var log mail log, das ist die Logdatei der Mails, gell, und jetzt sehe ich hier her und ich sage eine Mail schreiben. Senden.
So, du, sage, schick dem Karl eine Mail, gell? Der Karl ist hier lokal, gell? Also, ihr könnt jetzt nur sagen, hätte HB-Schleppi oder so, gell? Oder einfach nur der Benutzername, wenn es lokal ist, dann okay, Objekt, Subject, also machen wir Plan, gell? Und jetzt geht ein Texteditor raus, jetzt kann ich was hineinschreiben, gell? Schreiben wir dem Karl ein Plan, bla, gell? Und unterschreiben mit bla, bla, bla. Und jetzt müssen wir jetzt machen, jetzt müssen wir beenden machen, also Shift, Control X, gell? Shift, Control X. Dann sagt er, ja, verwendet der Buffer, gell? Ja, Buffern, yes, okay, wo, hier, passt, ich bestätige. Jetzt ist das gebuffert, gell? Und dann muss ich das noch versenden, absenden, gell? Also Y und es ist rausgegangen und, aha, gell? Also hier haben wir jetzt diesen Abschnitt in der Logdatei, gell? Also von Karl ist dann gekommen und zum Karl geht das, gell? Send, Status, gesendet, delivered to Mailbox, gell? Uhu, schön. Also, ja, gehen wir mal raus da, gell? Aus dem Log. Und da schauen wir mal, ob sich in der Mailbox was getan hat. Und dann war Mail Karl. Aha, jawohl, gell? Also hier drinnen, da haben wir jetzt 1 Kilobyte Daten, gell? Und da ist noch nichts, gell? Jetzt, ja, mache ich das, ich gehe da mal raus. Aha, und jetzt sofort ist da schon was passiert, gell? Und zwar ist da eine Mail, die heißt bla. Als Subject, da steht drinnen bla. Bla und unterschrieben mit bla bla bla. Ja, okay. Ja, das war's, gell? So, was steht denn da? Das habe ich vorher probiert, gell? Vor einer halben Stunde, gell? Hat auch funktioniert, gell? Okay, cool. Und raus, gell? Also auf jeden Fall Mut, das ist so ein minimaler Mail-Client auf, ja, in der Konsole, gell? Also Text-Mail-Client, gell? Also weniger dazu geeignet, unsere Mail zu verwalten, aber als Debugging-Instrument ein nützliches Instrument. Gell? Jo. Ja, die Frage ist jetzt genau, sind diese Sachen immer alle schon installiert? Gell? Die Antwort ist nein. Gell? Also da müsst dann ja, zum Beispiel Mutt oder Lynx, gell? Oder Wget, diese Dinge, die müsst dann die Pakete einfach nachinstallieren. Gell? Okay, so, jetzt probieren wir was anderes. Ja, Voice, gell? Aha, Voice ist da, gell? Position Voice, Voice liefert uns Informationen, gell? Über, ja, über Domains oder so, gell? Probieren wir mal Voice, machen wir mal Voice über was, machen wir mal über rei.it, schauen wir, ob wir eine Antwort bekommen. Genau, also wir bekommen die Antwort über die Registrierung der Domäne, gell? Und das ist jetzt nicht die DNS-Information, das ist nicht die Übersetzung des Domainnamens in die IP-Adresse, gell? Das ist auch NS-Lookup, NIC, gell? Das ist die Information, die über die Domäne gespeichert ist, gell? Da steht drinnen, das ist von 1996, gell? Bis heute. Wem gehört ein RAI-ID? Aha, das gehört der RAI, gell? Sind in Rom, gell? Dann ist Kontaktperson drinnen und so weiter. Gell? Also, das sind die Informationen, die gespeichert sind, gell? Wenn man eine Domäne speichert. Gell? Und Voice ist ein Befehlszeilentool, um das dann auszulesen und uns zu geben. Gell? Okay, wir könnten da probieren wir mal Voice provinz.bz.it. Und was kommt denn da raus? Da kommt raus, ja. Da kommt raus, aha, Provinz BZIT, gell, im Jahr 1996, gell, ist das gemacht worden, aha, wer, Provinz Bozen, Crispystraße 15, gell, also, und, Admin-Names haben sie versteckt, gell, Kontakt ist hier, gell, okay, und Organisation Südtiroler Informatik AG verwaltet das, gell, für die Provinz, gell. Ja, brauchen wir noch ein Beispiel. Voice. Suedtirol.com. Das war eine Domain, da hat es einen längeren Rechtsstreit darum gegeben. Gell? Und was steht denn da drinnen? Aha, Südtirol.com steht da. Gell?
Voice Network Solution und Johalla. Da steht recht wenig drinnen, gell? Okay, also probieren wir mal Südtirol, soweit Tirol kann. Gehen wir das mal anschauen. Das müsste schon existieren, gell? Gell, also es ist nicht genau, gell? Okay, das ist also ein Urlaubsportal, gell? Und da ist nicht so viel hinterlegt worden, gell? Also ist von 1996, ist also auch relativ lang, gell? Und das wollte dann die Provinz dann haben, gell? Und dann haben eben die Betreiber des Portals gesagt, nee, nee, wir waren zuerst da, gell? Wer bist denn du, Provinz, gell? Und dann haben sie diese Domain dann auch erstritten und sie haben sie für sich behalten, gell? Okay, und machen heute ein Urlaubsportal darauf, gell? Okay, ja, gibt auch andere Urlaubsportale, gell, also da, das wird die holaland.it, gell, das ist auch so eines, gell, okay, also, kann einfach hier die Informationen angeben, gell. Die Frage ist, ob das private Daten sind, ja, sind Namen dabei, gell, sind Kontakte dabei, gell, aber wenn man eine Domain registriert, dann muss man diese hinterlegen. Also man kann also nicht eine Domain registrieren, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlegen. Das erlauben die Verwalter der Domainnamen nicht. Okay. Ja. Okay. Ja, das waren jetzt noch so ein paar Helferlein. Okay. Im Netzwerk, was meine Einladung ist, geht es damit ein bisschen spielen. Geht's nichts kaputt machen, tut's aufpassen, gell, und habt Freude damit, gell, und die nächsten Jahre wird's da weitergehen.